Hallo liebe Freunde, seid gegrüßt, recht herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, meine lieben Freunde, heute möchte ich euch das neue Album Feindbild von Local Bastards vorstellen. Das Ganze gibt es natürlich in der limitierten Fanbox zum Unboxing für euch von mir. Wie gewohnt. Ja, meine lieben Freunde, das neue Album, das fünfte Album von den Local Bastards, Feindbild, ist am Freitag, den 30. April erschienen. Für die Fanbox habe ich 44,99 € bezahlt. Den Link zur Box, zum Album und zum MP3-Download gibt es für euch natürlich wie immer hier unten in der Videobeschreibung. Ich bin ein bisschen spät dran, ich habe mir letzte Woche so ein bisschen eine kleine Auszeit von YouTube gegönnt und nun bin ich zurück mit einem neuen Unboxing. Die Box kam also zeitig bei mir an, hat sich nie verspätet oder so, aber wie gesagt, ich habe mir einfach nur ein kleines Päuschen gegönnt und heute gibt es für euch das Unboxing zu dieser wunderschönen Box. Ihr könnt mir an dieser Stelle auf jeden Fall gern schon mal euren Lieblingssong von dem neuen Album einfach mal unten in die Kommentare schreiben und ich werde dabei schon mal die Folie entfernen. Ich würde sagen, wir starten. Los geht's. So, die Folie ist ab und als erstes schauen wir uns natürlich wie immer das Boxdesign an. Wir haben keine Standard-Deluxe-Box, sondern eine etwas größere Box, eine sehr flache Box. Die Box ist schwarz. Auf der Vorderseite der Box sehen wir als erstes hier oben links in der Ecke einen Verbraucherhinweis, harte Texte. Dann sehen wir hier riesengroß eine Biene, im Hintergrund so ein bisschen gelb-bräunlich gemacht. Local Bastards lesen wir hier unten. Und dann den Albumtitel Feindbild. Ich habe übrigens mir von der Band bisher noch nichts musikalisch angehört, werde mir dann aber auf jeden Fall nach dem Unboxing auf jeden Fall mal das Album anhören. Wie gesagt, ihr könnt mir gerne für mich so als Tipp einfach mal eure Lieblingssongs unten in die Kommentare schreiben. Auf der Unterseite der Box sehen wir nichts, auf der rechten Seite ebenfalls nichts. Also ringsherum ist nichts zu sehen. Und auf der Rückseite lesen wir jetzt nochmal Local Bastards, Feindbild und dann sind hier die Inhalte aufgelistet. Unter anderem befindet sich in dieser Box natürlich das neue Album im Digipack. Dann gibt es noch eine Bonus-CD, einen Schlüsselanhänger, Sportbag und ein Poster. Unten haben wir noch unterschiedliche Logos und einen Barcode. Okay. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein und ihr wisst, Freunde, als erstes schauen wir uns natürlich immer das Wichtigste an in dieser Box und zwar das Album. Hier hängt jetzt noch ein bisschen Luftpolsterfolie und wie gesagt, wir kommen direkt zum Album. Das Ganze kommt im Digipack. Das Ganze werde ich erst einmal von der Folie befreien. Bisschen vorsichtig hier. So. Okay, so sieht das Cover aus, also das, was wir schon vorne auf der Box drauf gesehen haben. Und auf dem Album sind insgesamt 13 Songs drauf. Wie gesagt, ich habe mir vorher noch nie Musik von Local Bastards angehört, werde mir dann das Album aber auf jeden Fall anhören, so wie ich es eigentlich mit jeder CD mache, die ich in meinen Unboxing-Videos vorstelle. Gut, okay, dann schauen wir mal rein. Da haben wir als erstes die CD. So sieht das Ganze aus. Und als nächstes schauen wir natürlich ins Booklet rein. Auf dem Booklet haben wir wieder das Albumcover drauf, also diese Biene, Feindbild und Local Bastards. Ganze ist sehr hochwertig gemacht, also sehr hochwertiges Papier, schön stabil. Und wir haben hier auf der ersten Seite ja so ein paar irgendwelche Notizen liegen so auf so einem Mischpult. Und auf der anderen Seite haben wir die ersten beiden Songs mit den dazugehörigen Songtexten. Also das, was eigentlich in den Booklet reingehört. Und natürlich noch ein paar Fotos aus dem Studio. Okay, also wirklich sehr hochwertig gemacht. Schön glattes Papier. Sehr gut. Und wie gesagt, die Songs und mit den Songtexten und noch ein paar Bilder aus dem Studio. Okay, sehr gut gemacht. Gehört eigentlich immer in den Booklet rein, Songtexte. Warum ne? Und, okay. Gut, das war das Booklet. Damit, liebe Freunde, haben wir uns als erstes das Wichtigste angeschaut.
das neue Album. Übrigens, was mir gerade wieder aufgefallen ist, bei diesen Digipacks, das reißt hier immer ein, mir passiert das immer, also entweder bin ich dazu dusselig oder das ist einfach immer ein bisschen, ja, nicht so gut gemacht, also ist jetzt wieder eingerissen. Na gut, also einmal das Wichtigste in der Box, das neue Album, dann haben wir als nächstes eine Bonus-CD und hier vorne haben wir jetzt auch wieder eine Biene drauf oder, weiß nicht, oder soll das ein Falter sein vielleicht? Vielleicht eher so ein Falter. Okay, das Ganze werde ich natürlich ganz kurz auch nochmal von der Folie befreien und werde euch natürlich auch nochmal ganz kurz die CD zeigen. So, Cover haben wir uns gerade angeschaut und hier sind jetzt nochmal zusätzlich drei weitere Songs drauf. Das Ganze kommt wie gesagt im Pappschuber und so sieht die Bonus-CD aus. Okay, gut, Musik haben wir abgehakt, dann kommen wir direkt zum nächsten Inhalt in dieser Box und zwar zum Schlüsselanhänger. Da haben wir einmal das, ja, den Bandnamen Local Bastards als Gummi, also aus Gummi, schwarz und weiß. Okay, schön groß vor allen Dingen. Kleiner Schlüsselring ist mit dabei. Sehr schön gemacht, gefällt mir. Ein Schlüsselanhänger. Dann haben wir als nächstes einen Turnbeutel. Und da haben wir jetzt ebenfalls wieder das Albumcover drauf, Local Bastards, Feindbild und dann diese Biene. Ihr wisst ja, Freunde, ich mag das eigentlich nicht so, wenn sich ein und dasselbe Motiv durch die ganze Box zieht. Das ist dann mal ein bisschen langweilig, also hätte man vielleicht ruhig ein anderes Motiv wählen können. Also meiner Meinung nach, vielleicht gefällt es euch, aber ja, ich finde das immer ein bisschen langweilig. Wisst ihr, wenn man nur das eine Bild hat und das Ganze zieht sich durch die Box. Aber gut, ist nur meine Meinung. Also hier unten haben wir noch ein paar Ösen dran, natürlich hier ein paar Fäden zum als Rucksack zu benutzen. Und das Ganze ist keine Baumwolle, sondern eher so Polyester. Okay, also ein Turnbeutel. Und dann, liebe Freunde, haben wir jetzt noch zum Schluss das Poster. Und das ist ziemlich groß. Ich hoffe, ich kriege das eingefangen. Okay, also das ist wirklich riesig. Ich zeige euch erstmal die eine Seite. Und zwar haben wir auf der ersten Seite Local Bastards natürlich die Bandmitglieder drauf. Ich hoffe, man sieht das jetzt relativ gut. Moment, ich werde mal ein bisschen die Kamera höher nehmen. So, also wir haben hier ein Schwarz-Weiß-Bild der Bandmitglieder. Und was hier richtig geil gemacht ist, liebe Freunde, die Jungs haben hier alle handsigniert drauf unterschrieben. Also nichts gedruckt oder so. Meistens sind ja irgendwelche Autogramme gedruckt dabei. Aber hier in dem Fall, liebe Freunde, haben die Jungs das Ganze persönlich unterschrieben und das finde ich wirklich eine richtig geile Sache. Autogrammkarte an sich feiere ich immer mega, wenn sowas mit in der Fanbox dabei ist, weil als Fan man freut sich einfach über eine Autogrammkarte von seiner Lieblingsband, aber ein Poster ist natürlich auch selten, dass das signiert. Das finde ich richtig, richtig cool, also wirklich top. Okay, und auf der Rückseite, liebe Freunde, haben wir jetzt nochmal das Albumcover mit der Biene und hier unten haben die Jungs jetzt nochmal was hingeschrieben. Viel Spaß mit dem Album und danke für den Support, deine Bastards. Und das Ganze auch handgeschrieben, also nie gedruckt oder so. Wirklich mega geil. Hier hat man sich wirklich Gedanken gemacht, wie man das Ganze ja persönlicher gestalten kann. Finde ich wirklich cool. Hat man wirklich sehr selten. Also wirklich dafür Daumen nach oben. Support gegen Support übrigens, liebe Freunde. Ihr wisst Bescheid. Mega geil. Gefällt mir wirklich sehr gut. Okay, Freunde, damit sind wir am Ende des Unboxings. Ich werde euch natürlich ganz kurz nochmal alles in die Übersicht legen, was ihr in der Box zum Album Feindbild bekommt. Also, ihr bekommt das eben doppelseitig bedruckte Poster mit Originalautogramm und noch einer kleinen Widmung. Mega geil. Dann den Turnbeutel. Eine Bonus-CD mit drei weiteren Songs. Dann den Schlüsselanhänger und natürlich, liebe Freunde, das Wichtigste in dieser Box, das neue Album Feindbild mit 13 Songs. Mega geil, das Ganze kommt im Digipack, holt euch das Album, unterstützt die Jungs und somit, liebe Freunde, sind wir durch. Das war's mit dem Unboxing für heute. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Schöne Grüße gehen raus an die Local Bastards. Viel Erfolg mit eurem neuen Album und ich hoffe natürlich, liebe Freunde,
wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.